Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow-Mod und natürlich wie immer mit mir, eurem Ventacrassus. Ja, wir befinden uns hier bei einem kleinen abgeschossenen Raumschiff mal wieder und haben uns dann, oder ich habe uns auch gleich mal in eine echt schwierige Position manövriert. Wir sind so ein bisschen eingekesselt und unser Rocketeer, unser guter Kamerad, ist natürlich jetzt auch schon ziemlich zerschrotet, weil der Outside ihn voll erwischt hat in der Flanke. Jetzt ist die Frage, wie kann ich hier weitermachen, ohne dass es zu kritisch wird. Naja, ich würde sagen, wir fangen hier mit dem Outsider an. Genau, auch mit dem Outsider, aber mit dem Rocketeer. Der Rocketeer pflanzt jetzt mal eine Rakete drauf. Wir kriegen hier die Deckung weg und haben dann Joe und unsere Baroness zum endgültigen Vernichten des Outsiders. Damit habe ich den weg von der Backe. 7 Schaden, das ist doch schon mal eine ordentliche Bilanz. Ich würde sagen, wir fangen mit Joe an. Vielleicht kann ich Baroness noch irgendwo anders einsetzen, falls Joe 5 Schadenspunkte raushämmern kann. Wir versuchen es einfach. Oh ja, ja, sehr gut. Wir haben also noch freie Substanzen, oder freie, nicht Radikale, nein, wie heißt es? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben noch freie Kapazitäten. Kapazitäten, nicht Substanzen. Kapazitäten heißt es. Baroness sollte den da oben wegschroten können bei 47% kritischem Treffer und 100% Trefferchance. So, wie geht's weiter? Ich würde sagen, Femi macht jetzt diesen Floater da weg, der mir einfach zu nah auf die Pelle gerückt ist. Ja, schön. Reno, könntest du bitte hier den wegknüppeln? Und sogar besser als erwartet. Ich habe gedacht, ich bräuchte 2 Schüsse, aber einer hat gelangt. Das ist richtig, richtig angenehm. Komm, wir setzen unseren Scout hier vorne hin. Wir sehen 51%, da geht doch was. Zu früh gefreut, da geht nix. Reno, oh, könntest du nochmal nachfassen, wenn es denn sein muss. Das habe ich mir gedacht. Hier könnte ich noch mit meinem Mädchen. Merde! 66%, also mehr geht wahrscheinlich wirklich nicht an der Stelle. Holla, das waren 7 Schadenspunkte extra. Da ist aber noch ein bisschen was da. Wie wäre es, wenn wir hier eine Deckung aufbauen? Einfach nur, weil wir es können. Wusch. Und da ich nicht sicher bin, wie gut wir schießen können, bei 32% gehe ich in Overwatch. Falls er nochmal fliegt, ist er vielleicht etwas leichter zu treffen. Was? Und Doppelschuss. Boah, war das ein übler Treffer. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Habe ich irgendjemanden, der da vorne nochmal was richtig machen kann? Wir könnten hier nachher nochmal stunnen, zumindest versuchen. Wir versuchen ihn jetzt mal zu erwischen. Vielleicht kriegen wir den so weit runtergeschossen. Ich halte schon die Klappe, es wird nicht klappen. Dass ich ihn so weit verletze und zerschrote, dass wir ihn fangen könnten. Na gut, Baroness, von hier aus solltest du Sichtkontakt haben. Oder hier. Beweg dich. So, wir gehen mal hier rüber. Ach verdammt, da wird der Schuss auch noch schlechter. Hat gereicht.
So viel zum Thema gefangen nehmen. Ich glaube, das werde ich dann immer noch nicht schaffen. Wenn ich hier hinlaufe, bin ich nah genug dran, um ihn zu stunnen? Ist die Frage. Nein, bin ich nicht. Dann kann ich aber noch auf ihn schießen, nehme ihn vom Himmel, lass mir keinen Schaden mehr reindrübeln. Freue mich wie ein kleines Mädchen. Yay! Und gleich zurück. Würde ich sagen, Joe sorgt dafür, dass wenigstens Crash nochmal auf die Beine kommt. Smoke, 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 Smoke. Ich glaube, ich setze dich mal da hinten dazu. Dann kann Crash nochmal nachrücken. Und irgendwie sehe ich jetzt schon kommen, dass Baroness gleich irgendwoher überrannt wird, weil die schon wieder so weit alleine sitzt. Andererseits, Spectre muss da hinten aus der Schusslinie. Also ab zu den Verteidigern. Und Joe ist dann derjenige, der ihn nachher nochmal zusammentackern darf. Na großartig. Dünne Männer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dünne Männer, die ich sehe. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Puh, wie uncool. Mach doch mal das Licht an. Oh ja. Flanke, Flanke. Komm, schieß mal darüber. Weil wir es können. 1 zu 0. Rino, Rückzug. Wenn wir nachladen müssen, müssen wir nachladen. Das machen wir aber nicht an der Front. So, Crash kann an die Front. Kann ich da reinballern, aber auch nur bedingt. Aber es ist vielleicht sogar clever, dass wir ihn weiter nach vorne stellen. Damit Crash nachher mit der Rakete irgendwo was vernichten kann. Hier dem können wir auch nochmal ein Schnippchen schlagen. Damit sind es dann... Jawohl, es sind auf jeden Fall zwei Tote. Damit sind es nur noch vier von diesen... Aliens. Joe. Joe darf jetzt wieder an die Mechanik. Einmal bitte zusammentackern. Ja, das war das Nötigste. Das Minimum, was gemacht werden muss. Ich sage, die anderen kommen sowieso hierher, die Feinde, deshalb warten wir hier im Overwatch. Und dich können wir nochmal in die Sicherheitsposition stellen, dass du nachher auch wieder mitkämpfen kannst. Ja, hier bringt er nicht das. Wir gehen dann gleich in Nachlademodus. Das ist auch einer der etwas kräftigeren dünnen Männer. Outsider sind es ja nicht. Rock and roll. Geht noch. Oh, 60% und leider so verfehlt. Schade. Ah, geht noch. Alles gut. Target still up. Noch ist nichts Schlimmeres passiert. Autsch. War ja klar, einer musste ja. Der trifft jetzt auch noch, oder? Nee, Suppression ist okay. So, du machst gar nichts. So, gut gemacht, Joe. Jetzt einmal nochmal zusammentackern. Dankeschön.
Reno. Kannst zweimal auf den ballern. Oder vielleicht kommen wir hier außen noch dran. Wie sieht es eigentlich aus mit, war klar. Baroness kann nichts machen. Reno kann ich hier an den Rand stellen. Der könnte hier vielleicht ein bisschen was erschrecken. Oder er schießt zweimal auf den hier. Der im Prinzip nur da sitzt. Noch. Ich stelle um. Toll, dann habe ich auch nur einen und den noch schlechter im Visier. Aber getroffen haben wir es mindestens. Können wir hier irgendwo hinschießen? Nein. Hier können wir auch nicht wirklich hinballern. Nee, wir kommen nicht unbedingt weit mit unseren Raketen und Granaten. Tja, wenn wir genau schießen, vielleicht doch, aber so genau ist unsere Bewaffnung noch nicht. Ich könnte jetzt mit aller Gewalt da durchstarten. Ist, glaube ich, sowieso keiner im Overwatch. Ja, komm. An die Front. Crash kann immer noch nicht wirklich was schießen. Bis vielleicht auf diesen einen kleinen Schuss hier Richtung... Ja, dem würde ich die Deckung nehmen. Beziehungsweise ich würde gleich unseren... Assault wegballern. Nee, nicht gut. Komm, ich flankiere den mal. Hier könnte Smokes noch irgendwas machen. Ja, wir gehen einen Schritt zurück und sorgen dafür, dass wir hier vorne gleich nicht mehr das einfache Ziel sind. Der ist im Moment echt schwer da vorne. Und hier können wir uns auch schon mal in Position bringen. Nächste Runde können wir dann da vorne hinstürmen und, so hoffe ich es zumindest, dem einen oder anderen Feind den Scheitel ziehen. Ich hätte Hang Down machen sollen. Ich bin Dummling. Was? Warum? Ach, verflixt nochmal. Verdammt, warum treffen die jeden Schuss? Das ist nicht mehr lustig. Autsch. Mit Hank Down wäre das nicht passiert. So, hier können wir jetzt mal ein bisschen ausputzen. Den könnten wir vielleicht sogar komplett schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Aber eine kleine Granate könnte danach da hinten ordentlich was ausrichten. Oder Reno. Wir könnten auch hier hin. Wir müssten. Ah, wird wohl nicht reichen. Andererseits, was kostet die Welt? Reicht doch. Wunderbar. Wir meucheln jetzt erstmal hier weg, was wir wegschießen können. Das von Mainz. So, von hier aus können wir auf den schießen. Das wird dann wieder einer weniger. Naja, vielleicht nur mit bestem Glück. Jawohl, das war der zweite. Wir können nochmal nachfassen. Dann nehmen wir den, auch wenn es ein bisschen schlechterer Schuss ist. Aber wir können mit einem Schuss wegschroten, was da rumlungert.
Ungefähr so. Haben dann auch die Suppression weg. Einmal mit Run and Gun hier hin, dann haben wir den letzten auch. Ja, das sollte funktionieren. Oh. Ich habe mir das Leben unnötig schwer gemacht. Naja, nur nicht zu viele Einsätze auf einmal für meine Leute. Die sollen erstmal schön im Krankenhaus ruhen. Die Welt ist ja nur ein bisschen in Gefahr. Verdammt. Es gibt auch wirklich ganz komische Sachen. Ah, wenigstens gibt es Beförderungen. Femi, unser Assault, könnte Flaschen, könnte extra Condition mitholen. Boah. Von den Trefferpunkten her wäre das ganz toll, wenn die Rüstung was taugen könnte dabei. Oder Holo-Targeting, 10% mehr Schusskraft oder Schussgenauigkeit für die anderen Leute. Ich mag Holo-Targeting, ich weiß auch nicht warum. Ich nehme das unglaublich gerne. Smoke Grenades würden uns stärken. Das ist auf jeden Fall nützlich. Oder die Rauchentwicklung vergrößern. Ich bin für mehr Stärke, also die Medizin oder die Stimulationsdrogen im Dampf. Das finde ich sogar sehr lustig. Würde ich gern ausprobieren. Und Reno. Lock and Load, Suppression, Flush. Zwei schöne Sachen. Flush ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Aber interessanter finde ich tatsächlich Suppression und Lock and Load. Ich nehme Lock and Load, einfach weil ich es toll finde, wenn jemand ganz schnell nachladen und nochmal ballern kann. Und das ist hier das, was unser Reno am meisten machen sollte, ballern. Heavy Floater, yeah! Bisschen Energiequelle. Wow, ist da viel kaputt gegangen. Und Geld habe ich ja auch nicht wegen diesem miesen, fiesen, kleinen Exalt-Fuzzis. Ah! Gut, wir müssen für Geld sorgen. Also alles an unnutzem Material sofort verkaufen. Gibt es noch irgendwas, was ich sinnvoll weggeben kann? Schwierige Entscheidung. Seeker. Drohnen. Einfach weil es geht. Mutonen. Warum haben wir so viele Mutonen auf einmal? Oder habe ich das irgendwie verpasst und gar nicht mehr im Gedächtnis, dass ich die gesammelt habe? Auch immer, wir müssen so langsam Richtung Null kommen, damit wir dann auch wieder unsere Sachen reparieren können. Mal sehen, was die Zukunft noch für uns bereithält. Das könnte spannend werden. Abductor. Ja. Ich könnte mich natürlich mit dem anlegen, aber. ich traue der Sache nicht. Nee, lass ihn landen. Boah, drei Flugcomputer für ein paar Ingenieure. Aber nur, weil ich damit Argentinien stärke. Der hat es nicht für nötig gehalten, Abduction zu starten, sondern ist einfach nur gelandet. Ja, in erster Linie würde ich sagen, selber schuld. Ich glaube, wir nehmen gleich Godfather wieder mit. Das könnte interessant werden. Wen haben wir sonst noch? Lady Grey. Biernot. Biernot ist auch noch fit. Und Biernot hat, glaube ich, auch diese... ja, genau. Zieh mit. Von daher darf Biernot mit.
kann sie so schön unsichtbar machen. Motion Tracker, und hier nehmen wir tatsächlich mehr Battle Scanner mit. Lea, ich habe dich nicht vergessen. Du darfst jetzt auch wieder mitfahren. Hast so lange schon aussetzen müssen. Hier gibt es noch einen Scope dazu. Sehr schön. Slim darf sich auch nochmal austoben. Ja, leichte Rüstung. E-Pod. Und Scope. Die könnte mitgehen. Naja, ich würde gleich meine ganzen guten Leute verballern. Das ist vielleicht nicht unbedingt der ideale Zeitpunkt dafür. Aber Max sollte mitgehen. Die ein oder andere Wand gilt es vielleicht doch nochmal einzureißen. Flammer mit. Oder soll ich Mac vielleicht doch da lassen und einen richtigen Rocketeer mitholen? Dafür könnten wir dann Sheriff reinpacken. Ja, macht Sinn. Wir lassen Mac vielleicht doch hier. Und setzen auf Sheriff. Ja, stimmt, klar. Ich müsste erstmal nochmal die Materialien rausholen, die Mac hatte. Nicht aufgepasst. Rüstung, Waffe. Und du kriegst auch den Flammer. Okay. Wie geht's weiter? Wir könnten... Die können mitholen. Vielleicht aber auch nicht nur die guten Leute. Pox. Pox als Medic. Der schafft das. Der ist bereit dafür. Granaten hat er auch. Wunderbar. Infanterie, Loco, bist du gut genug? Ja, Loco, du bist diesmal gut genug dafür. Kriegst hier noch das Lasergewehr, eine dicke Rüstung. Und wir alle wünschen dir Glück. Dann fehlt mir noch etwas wie ein Engineer. Echt jetzt, Skinner, du bist der beste Engineer, den ich im Moment im Plan habe. Das tut weh. Gut, das bringt jetzt auch nicht so viel. Vielleicht so eine Alien-Granate. Zwei Stück davon mitholen. Macht eigentlich ganz viel Spaß. Noch Tektonik mit, weil wir noch ein bisschen Raketenunterstützung brauchen. Tja, und keine Rüstung mehr übrig. Tja, das wird sein. Mehr haben wir nicht aufzubieten. Naja, ein bisschen mehr schon, aber die brauche ich vielleicht noch für Mission 2, 3, 4, die noch folgen könnten. Von daher kann ich nicht jeden da rausschicken. Wir landen gleich. Bradford, das kennen wir, was du zu sagen hast. Alles gut. We're heading to South Africa for this one. And we need to get down there.
und wieder an der Front des Schiffes. Also einmal scannen, ihr kennt das. Wir können auch gleich schon so weit laufen, wie uns die Beinchen tragen. Die Not geht in Unsichtbarkeit, sehr schön. Den Rest können wir langsam hinterher stiefeln. Sag mal, Biernot, hast du irgendwas gescannt? Nein? Das macht's einfacher zu sagen, wer jetzt mit darf und wer wohin darf. Leia, direkt an den Baum. Slim, an den Baum. Sheriff. Bei der Scannung kannst du eigentlich quasi gleich durchstarten, wie die anderen auch. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das Ding gelandet ist. Es macht ja einen riesen Unterschied, ob das Ding runtergeschossen wird, ob es eine Abduction gibt oder halt eben ein gelandetes Raumschiff. Wobei die Widerstandskraft so eines gelandeten Raumschiffes einfach nicht zu verachten ist. Das gibt richtig Arbeit. Das könnte ein Floater sein. Ich fisch ab. Okay, hier hoch und dann hier hinter das Ding. Das klingt nach einer guten Entscheidung. Und ist auch nicht schief gegangen, sehr schön. Aber wir stellen uns schon mal hier auf die Rampe oder vor die Rampe, dann gehen wir nämlich hier oben und sammeln. Wir gehen umgehen nämlich das ganze Gebiet. Und werden das ganze Schiff natürlich wieder wie üblich von hinten aufräumen. Tja. Sind schon ganz schön viele Leute, die wir wieder steuern müssen. Gut so, weil anders hätten wir schon einiges verloren, beziehungsweise wir hätten was falsch gemacht. ja, wenn wir jetzt noch nicht alles, also die ganzen 8 Leute im Team hätten pro Einsatz, dann hätte ich wirklich extrem was falsch gemacht. So, Loco, du kannst da hinten hin. Es kann sein, dass die Floater auf der anderen Seite vom Raumschiff sitzen und wir deshalb da Geräusche hören. Und das hört sich an nach einem Mech, also einem Sektopoden, Sektoiden-Mechanikus. So, Biernot, einmal an die Front. Ich könnte das Ding nochmal anmachen. Ne, wir warten damit noch. Wir positionieren uns hier in dem schönen kleinen Loch, wo uns keiner was tut. Toi, toi, toi. Und dann überlegen wir, wie wir das Ganze weitergehen. Sehr schön. Du kannst dich jetzt schon mal mit Steady Weapon da vorbereiten. Hier gehen wir auf Tuchfühlung mit Sheriff. Skinner, unser Skinny Boy. So eine Dame, aber ihr wisst schon, was ich meine. Box zu den anderen. Und wen haben wir noch? Tektonik. Mit langsamen Schritten schnell voran. Loco einmal nachrücken. Uff.
Uff, sag ich dir nur, weil jetzt im Moment die Folge vorbei ist. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.